und Ihnen nochmal einen schönen guten Morgen, kurz vor 8:30 und wir gehen raus ins Café. Dort warten zwei Männer, die machen eigentlich Punkrock, aber Mitri, für uns in einer anderen Version heute. Ja, absolut. Du hast gesprochen von Jamie Campbell Bauer und seinem Bruder Sam. Die haben zusammen eine Band, die heißt Counterfeit, aber viele kennen ihn wahrscheinlich auch aus der Twilight-Sage, ist Sänger, ist Schauspieler, ist Model. Und wie das klingt, dieses Punkrock in der akustischen Version, das hören wir uns jetzt an. So. Just shut up. I'm talking to you, but talk is wearing thin. I'm trying to get a little respect and make some sense of all the things you said you'd do, but never come explain now. Begin, please now begin. I'm clawing at walls in my prison cell. I'm done being under your spell. This is where love lies alone. This is where hope dies, and I hope you know the promise you broke to come home again has shattered my dreams. You've lost everything. Ja, großes Kompliment an die beiden, aber überhaupt mal an alle Bands, dass, wenn sie hierher kommen, gerne mal ihre Songs verändern und in einer akustischen Version für uns dann hier interpretieren. Tolles Engagement. So, jetzt Telefonnummer für richtig oder falsch, 01371 373839. Das ist die Telefonnummer für Sie. Wenn Sie durchkommen, spielen wir heute um 9:15. Jetzt aber erst noch mal die Nachrichten. Guten Morgen, Carsten. Hab ich nicht. Er ist erfolgreich als Model und Schauspieler, können wir hier sehen, zum Beispiel an der Seite von Johnny Depp, da sehen wir ihn, und zwar bei Sweeney Todd, so hieß das, dann als Vampir in der Twilight-Saga oder als Schattenjäger in den Chroniken der Unterwelt. Jamie Campbell Bauer ist bei uns, herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Thank you very much. Ich brauche noch ein Mikrofon, ich brauche noch ein Mikrofon. Brauche ich gar nicht. Ach so, dass Sie brauchen. Also ja, Sie sind hier, haben da Mikro, das ist ja noch besser. Alles klar. Eines Ihrer Talente haben wir noch nicht genannt gerade, aber gerade schon gehört. Sie sind auch Musiker, sind Sänger und Gitarrist bei Counterfeit. Und wir sagen dazu Punk. Sie haben es aber gerade ein bisschen softer sozusagen uns präsentiert. Warum haben Sie sich für Punk entschieden? Das war nie wirklich eine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich gründe jetzt eine Punkband. Ich habe nie versucht, irgendein spezifisches Genre zu spielen. Ich bin damit groß geworden. Ich bin 28 jetzt und einen Großteil meines jüngeren Lebens habe ich mit sehr viel Glück verbracht und habe mich einfach so umgeschaut. Und dann bin ich älter geworden und habe ein bisschen die Illusion verloren, was das Leben angeht, und diese Wut kam raus. Und ich glaube, das nennt man jetzt einfach Punkmusik, was okay ist. We need to hear it. Wir wollen es natürlich jetzt auch mal hören und sehen. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt auf Counterfeit. Ist definitiv Punkrock von Counterfeit. Tourstart war, Sie haben gestern in Hamburg gespielt, wie war's? Ja, wir haben vor drei Tagen in Hamburg gespielt, das war toll. Bis jetzt sehr, sehr gut. Gestern Nacht hatten wir frei, das war auch toll. Also ich bin jetzt ausgeruht. Aber es war auf jeden Fall verrückt. Überall, wo wir spielen, ist es immer ein bisschen verrückt. Unsere Shows sind reaktiv, wie ich das nennen würde. Wir reagieren auf das Publikum und was sie uns geben, geben wir zurück 100%. Sie kommen ja aus London und da fing die Geschichte des Punk im Grunde an. Ist ja ein richtiger Exportschlager. Die Deutschen lieben eigentlich auch diese Punk-Rock-Szene. Bekommen Sie das auch mit bei Ihren Konzerten? Heute Abend spielen Sie beispielsweise in Berlin. Ich glaube, da wird es ordentlich abgehen. Ja, egal wo wir in Deutschland spielen, es ist immer eine große Ehre und ein großes Privileg. Die Jugendlichen hier lieben Rock'n'Roll in egal welcher Form. Und es gibt hier überhaupt keine Front, die aufgebaut wird. Sie akzeptieren einfach alles, was man macht. Und das wird auch übertragen. Was die Punk-Szene in London angeht, die gibt es jetzt gar nicht mehr. Das ist eher ein isolierter Teil.
Jamie, wir kennen Sie natürlich als Schauspieler, haben wir gerade einige Ausschnitte gesehen. Auch bei Harry Potter haben Sie natürlich mitgespielt. Wie darf man das verstehen? Das ist natürlich die klassische Frage an einen Musiker, der gleichzeitig Schauspieler ist. Was ist das zweite Standbein? What's my second job? I can't choose. Das zweite, das wichtigste Standbein, das kann ich nicht wirklich entscheiden. Ich liebe eigentlich beides. Ich spiele jetzt Musik schon seit ich 15 bin. Meine Eltern sind beide in der Musikindustrie. Damit bin ich groß geworden. Das ist einfach passiert, dass das mit dem Schauspielen zuerst begonnen hat. Ich versuche beides irgendwie zu schaffen. Ist schwierig, aber ich habe Spaß. Es gefällt mir. Ich bin im Stress. Sie sehen aber gar nicht so aus. Noch eine Frage für die Fans. Wann können wir Sie wieder im Kino sehen? Ich habe gerade eine Fernsehserie abgedreht, die im Juni rauskommt. Sie heißt Will. Die haben wir für TNT gedreht, wird aber auch hier gezeigt werden. Ja, da geht es um den jungen William Shakespeare. Ich spiele Christopher Marlowe, also Juni. Kann man das eine für das andere benutzen, das musikalische Talent bei der Schauspielerei, beziehungsweise umgekehrt? Eigentlich ist es interessant umgekehrt. Das schauspielerische Talent als Punksänger auf der Bühne, was macht man da? Was kann man von dem einen Beruf in das andere nehmen? Ich glaube, da kann man nicht wirklich viel übertragen von dem, was ich als Schauspieler mache, in die Musik hinein. Die Musik hat es mir erlaubt, freier zu sein in meiner Darstellung als Schauspieler, in meiner Arbeit. Als ich diese Band angefangen habe, da hatte ich viele dieser Ängste und Sorgen. Und das hat mir die Gelegenheit gegeben, vor der Kamera das Gleiche dann auch auszudrücken und freier zu sein und mir nicht so viel Sorgen zu machen. Und ansonsten gibt es nicht wirklich viel, was man von einem zum anderen übertragen kann. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ja, großartig jedenfalls, dass Sie hier sind. Von Counterfeit zusammen mit seinem Bruder betreibt er dieser Band und natürlich noch einigen anderen Mitgliedern. Jamie Campbell Bauer. Machen Sie sich schon mal bereit. Dankeschön. Jetzt Musik, Counterfeit und Washed Out. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. God damn, I think I'm stuck again. Lost cool, it's time to sink or swim. Blacked out, I end up on my back. And I know that I should stop, come on and call me some slack. When will this end? But I try again. And say I'm good, yeah, it still feels like I'm failing. I know this isn't fun, but I'm stuck in a rut of endless nights of friends who seem to forgive me. Knocked out by a bottle of spirit. I'll be fine, just give me a minute and die. I'm too old to live, I'm too young to die. I'm too young to die. I'm too old to live, I'm too young to die. I'm too young to die. Another day and I still feel like shit. I need a pill, something to help me quick. Cause all the things I did the night before have left me wanting nothing, yet somehow I do more. I walk the razor's edge between my life and death. And every time's a loss, they claim that I'm trying. Don't let them see you sweat, now let them feel the heat. I'm an animal and I can't be caged. Knocked out by a bottle of spirit. I'll be fine, just give me a minute and die. I'm too old to live, I'm too young to die. I'm too young to die. Die. I'm too old to live, I'm too young to die. I'm too young to die. God, I'm too young to and die. I'm too young to die. Die. I'm too old to live. I'm too young to die. I'm too young to die. God, I'm too young to die.